Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format Naturmedizin. Wir haben eine Staffel ins Leben gerufen, wo wir die verschiedenen Menschentypen ein bisschen kennenlernen möchten über Eigenschaften, Charaktereigenschaften, über Verhaltenseigenschaften, so dass wir den Lügner erkennen, den pathologischen Lügner erkennen dürfen oder eben einen Hochstapler erkennen dürfen. Und heute möchte ich mir das Thema des Narzissten anschauen. Wie definiert sich ein Narzisst und wie können wir das erkennen? Das ist das Ziel dieser Sendung, was ich auch gleich mit Dr. Bruno Gary Schmid diskutieren möchte. Er ist ein analytischer Psychologe nach C.G. Jung, aber natürlich auch Physiker, Quantenphysiker, Psychoneuroimmunologe, Psychosomatiker. Es hört gar nicht mehr auf. Also ein sehr kompetenter Herr. Und wir legen gleich los auf der Suche nach dem Narzissten. Dann bleiben Sie dran. Da sind wir wieder und ich darf Ihnen jetzt meinen Gast auch zeigen. Da ist er nämlich. Hallo Gary, herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank, Alexander. Ich freue mich, da zu sein. Danke herzlich. Du, ich weiß nicht mal, was ein Narzisst ist. Mir fehlt dieses Wort in meinem Vokabular. Ja, okay. Ich werde ein bisschen erzählen, und zwar der Unterschied auch zwischen einem Narzisst und einer narzisstische Persönlichkeitsstörung. Da kann man das noch besser verstehen. Okay. Aber fangen wir wieder an zurück. Eine Sendung, die wir hatten, 1, 2, 3 Sendungen vorher, Lügen. Also bitte, wenn ich lüge, ist das nicht ein bisschen narzisstisch? Ne? Wenn ich etwas sage, was nicht so ganz stimmt, wahrscheinlich zu meinem Vorteil, hat auch ein bisschen narzisstische Züge dabei. Sonst würde ich nicht lügen, wenn ich nicht einen Vorteil für mich haben will, dass ich in ein besseres Licht stecke oder nicht in so einem schlechten Licht. Dann hatten wir den pathologischen Lügner. Ja, wenn ich dann so einen Minderwertigkeitskomplex habe, eigentlich, weil ich erwarte von mir, ich bin Gottes Geschenk zu irgendeinem Fach und daher darf ich nie einen Fehler machen, weil ich weiß alles. Und deswegen habe ich so einen Minderwertigkeitskomplex, dass, oh Gott, vielleicht weiß ich nicht alles. Dann werde ich vielleicht pathologisch lügen, um diesen Narzissmus zu decken. Ne? Der pathologische Lügner hat auch etwas Narzisstisches an sich. Dann der Hochstapler, der Schwindler. Ja, natürlich, der will seinen Vorteil für sich, ne, also irgendwie das Geld oder die Frau oder der Mann oder was auch immer. Was wollen wir eigentlich am meisten? Likes. Anerkennung. Ja, genau. Stell dir vor, nach dieser Sendung können wir auf deiner Website Likes geben. Also zwischen 0 und 5. Und wenn ich gucke und ich kriege nur 2, dann bin ich narzisstisch gekränkt, weil ich verdiene mindestens 5. Mhm. Aber wenn ich 5 bekomme, dann denke ich, ach, der Alexander, der hat das einfach gemacht, weil er mich gern hat, aber eigentlich, der meint es nicht so. Das heißt, mein Narzissmus, mein Ansehen, mein Selbstbild projiziert in den Augen von dir, von anderen Leuten, wird kränken, egal wie viele Likes ich habe vielleicht. Ne? Um mich zu schützen vor meinem eigenen Narzissmus, dürfte ich gar nicht schauen. Jetzt mache ich ein Beispiel für Narzissmus im Gegensatz zu narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Also, du hast mir gesagt, du kommst zu mir, sagen wir, zum Besuch, und du sagst, Gary, ich werde zu dir joggen. Es ist Sommer, heiß. Und du rufst mich gestern Abend an. Hast du Wasser zu Hause? So, ich trinke nur Sprudelwasser, wenn ich so jogge, muss das haben. Wirst du das haben? Und ich sage, ja, Alexander, kein Problem. Ne? Und heute kommst du dann außer Atmen, verschwitzt und sagst, oh, Gary, ich habe so einen Durst. Gott sei Dank habe ich dich angerufen. Hast du Wasser für mich? Und ich dann habe meine Flasche und dann es hat aber nur wenig Wasser. Ich gieße mir zuerst aus und dann, oh, Alexander, es tut mir leid, das ist kein Wasser mehr. Ne? Das ist ein Narzisst. Aber das ist ja ziemlich bösartig.
Nein, nein, ja, das ist ein Narzisst. Nee, Narzisst, ich habe das nicht gemacht extra. Ha, 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 ich hänsele dich. Das wäre bös. Ah, der Alexander, ich lege ihm ein, ich gebe mir das Wasser zuerst. Nein, nein, ich habe einfach automatisch mir und dann merke ich, nichts ist da. Das ist narzisstisch. Es ist mir peinlich. Ich werde rot. Und weil ich das immer wieder mache, so diese Dinge, gehe ich zu einem Psychotherapeut und ich sage ihm, ich bin so narzisstisch. Ne? Also mein guter Freund Alexander, auch ihn habe ich, der hat mich sogar angerufen, dass er Wasser übernimmt. Was tue ich, typisch ich? Ne? Und gebe mir zuerst Wasser. Gott, oh Gott, oh Gott, was ist mit mir los? Das ist ein Narzisst. Also ne? Unbedacht eigentlich auch, sehr unbedacht. Ja, genau, unbedacht, verholfen. Ich bin in einer Familie vielleicht mit 5 Geschwister und dann Mama kommt mit der Kartoffel und ich habe gelernt, schnell die Kartoffel, sonst sind keine übrig. Ne? Wir kommen nicht weiter ohne einen gesunden Narzissmus. Das Überleben an sich ist narzisstisch. Wenn wir Feld mit Wildblumen und so, das war ein Kampf ums Leben. Die schöne Blumen, das sieht so friedlich aus. Wir sagen Frieden, das war ein Riesenkampf, das war ein Krieg. Die Blume, die da ist, nimmt Licht weg von anderen Pflanzen, hat sich durchgedrungen, hat sich durchgesetzt. Also das Überlebensprinzip ist an sich eine gewisse gesunde Narzissmus, sonst leben wir nicht. So Narzissmus ist nicht eine Störung. Aber jetzt mein Beispiel, der Gary ist vielleicht ein bisschen zu am Überleben. Das für meine Kindheit mit den 5 Brüdern. Okay, ich bin ein Einzelkind, aber wenn ich so diese 5 Brüder hätten, dann das gehörte zu meinem Überleben. Und Karriere machen und Sachen, das, man muss sich durchsetzen. Das ist ein gesunder Narzissmus. Und jetzt der Gary hätte dann hier vielleicht einen neurotischen Narzissmus. Ich unterstelle alle Leute, dass die von mir Sachen wegnehmen will. Aber ich merke das. Jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist faszinierend. Dieselbe Geschichte, du rufst mich an, gestern Abend, Gary, mit Wasser. Ich komme verschwitzt, bitte, ich werde so Durst haben, es ist heiß draußen. Und jetzt dieselbe Geschichte, du kommst, oh Gary, kann ich ein bisschen Wasser? Und jetzt tue ich mich zuerst bedienen und dann sage ich, oh, tut mir leid, Alexander, kein Wasser für dich. Und jetzt, aber du bist verblüfft, also wir sind Freunde und das verletzt. Aber Gary, und jetzt, alles, was ich sage, stimmt. Ich habe das gesagt in der allerersten Sendung, diese intellektuelle Unehrlichkeit. Damals habe ich das autistische, undiszipliniertes Denken, das war in einem anderen Kontext. Aber jetzt werde ich dasselbe anwenden. Auf Englisch sagt man yes, set. Yes wie ja und set wie Menge. Ich bringe eine Menge von Sätze, wo jeder stimmt, zu meiner Verteidigung. Nämlich, ich sage ja, Alexander, schon gestern Abend hast du gewusst, dass du Durst haben wirst, wenn du zu mir kommst. Wenn es dir wirklich so wichtig ist, dass du so einen Stink machst, dann hättest du schon Wasser bringen können. Eigentlich stimmt das. Alexander, den Weg hierher zu mir, du bist den Coop vorbeigegangen. Du hättest da stoppen können und selber Wasser kaufen für dich, wenn es dir so wichtig ist. Ja? Eigentlich stimmt's. Alexander, ich bin kein Kiosk, ich bin kein Café. Also, das stimmt. Alexander, immer wieder habe ich dir Wasser angeboten und Tee und Kaffee und so. Hast du einmal dafür bezahlt? Nein, das stimmt. Und jetzt kommt, ähnlich wie mit dem Schwindler, entwickelt sich bei dir ein bisschen Schuldgefühl. Ne? Und du sagst vielleicht so verdürstet, wie du bist und außer Atem, du gehst in den Koop und holst Wasser für dich und für mich. Ne? Das ist eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Und der Unterschied zu dem Narzisst ist, der erste Geschichte, der erste Gary, der narzisstische Gary, er hat
Narzissmus. Er tut immer wieder narzisstisch handeln. Der zweite Gary, dieser Narzissmus, ich habe das Wort schon benutzt in der ersten Sendung, glaube ich, Ich-Synthym. Nee, in der zweiten Sendung über den pathologischen Lügner. Das, wie der Lüge gehört zu dem pathologischen Lügner, gehört zu mir dieser Narzissmus. Ich bin so von mir selber überzeugt. So viele Gurus, Politiker, Direktor, Leute, die weiterkommen, es kann zu einem Vorteil sein, bin so von mir überzeugt, dass ich erkenne meinen Narzissmus nicht als Narzissmus und die anderen sind schuld. Und meine Definition dann von einem Narzisst ist jemand, der nicht alles macht, was ich will. Na? Ich sage dir wahrscheinlich, ich sage, Carrie, das Wasser, und ich habe angerufen. Ich sage, Alexander, du bist so ein Narzisst. Denkst du, dass ich bin hier nur, um dich Wasser dir Wasser zu geben? Stehst du? Das ist genial. Und die Leute, diese Naturtalente, die überlegen das nicht. Das ist ein Teil von ihrer Persönlichkeit. Und die kommen weiter in Politik, in Geschäfte, im Leben allgemein. Das ist ganz anders. Man könnte sagen, ein Influencer ist sehr narzisstisch. Natürlich, man muss, wenn man Influencer, narzisstisch sein oder ein Modell, ein Schauspieler, das gehört dazu. Aber das ist nicht unbedingt ein narzisstische Persönlichkeitsstörung. Aber Leute mit so einem Beruf, mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die kommen vielleicht sogar weiter, weil die checken das nicht. Der Gary, der nur mir Wasser gegeben hat und nicht dir, der schämt sich. Der macht das nicht zweimal. Der narzisstische Persönlichkeit, ja, also bitte. Ne? Selber schuld. Ja, selber schuld. Ne? Und das zu erkennen, naja, das geht über die Einsicht. Habe ich Einsicht, dass ich narzisstisch bin? Ne? In dem ersten Beispiel, mit dem ersten Gary. Das kann ja mal passieren. Aber dann ist es ja eine einmalige narzisstische Handlungsweise gewesen, wo man sich schlecht fühlt, aber kaum ein zweites Mal passiert, oder? Nee, vielleicht der Gary Narzisst, das passiert immer wieder, aber das checkt er. So, Unfall, Zufall, Schicksal. Gary merkt, du hast mit mir immer wieder gemerkt, ach Gott, der wieder. Er hat zwar gesagt, er hat Wasser garantiert da, aber ich kenne ihn ja schon, er hat es wenig. Ja, genau, der ist so ein Narzisst. Aber diesen Gary kannst du gern haben, weil er versteht das, ach Gott. Dann sagen die anderen Leute, ach, der Gary, der ist so ein Narzisst. Aber so what? Und irgendwie, es wird eher geduldet. Der mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, der geht über Leichen und merkt es gar nicht. Der denkt, du selber schuld. Ja. Und die kommen weiter, aber sind häufig nicht beliebt. Oder das wird ein Guru. Ne? Ein Guru, das hilft, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung zu haben. Du hast dann deine Folge. Aber du bist niemand wirklich nah. Und solange du da oben bist, ist gut. Und man sonnt sich in den Licht, in den Strahlung von jemand mit einer narzisstischen Persönlichkeit. Na? Wenn ich nur ein Narzisst bin, okay, du kannst auch, wow, der kann so gut Skilaufen. Der Gary, der hat Bronze gewonnen, Skilaufen. Damals, ne? Und ich kenne den, ich bin per Du mit ihm. So, und ja, ich bin ein guter Läufer. Du sonst dich in meinem Ruhm. Aber wenn ich narzisstische Persönlichkeitsstörung habe, dann, ich werde einen scharfen Leute haben. Ich werde, sagen wir, wenn Roger Federer sagt, ich bin der beste Tennisspieler aller Zeit, das ist nicht narzisstisch. Das ist einfach eine Tatsache. Ja, also der sagt einfach, wie es ist. Und ich denke, ich kenne Roger nicht, aber ich nehme an, der denkt, er ist nicht besser als du, aber der kann besser Tennis spielen, ja. Ja. Aber narzisstische Persönlichkeitsstörung, dann alle anderen Leute, die sind sozusagen nichts. Und dann diese narzisstisch persönlichkeitsgestörte Leute, man ist gerne in ihrer Gegenwart, solange es einem nicht trifft. Mhm. Also, zum Beispiel mit dem Wasser. Aber wenn du mich in Frage stellst,
dann, das ist ähnlich wie der Hochstapler, dann werde ich dich kaputt machen. Ja. Wir erinnern uns, der Hochstapler Gary, der ein gefälschtes Diplom hat, du merkst einen Tippfehler, er wird entweder smooth talken, so ganz glatt reden, darum, sich raus, oder der wird wütig sein, ja, du bist so pingelig, aber er wird erwischt. Dagegen, der narzisstische Persönlichkeitsgestörte wird auch erwischt. Aber das checkt er nicht als erwischt, sondern der denkt, du bist ein Idiot. Also das ist raus, weg, gekündigt. Diffamieren, ab auf den Scheiterhaufen. Ja, ja, das ist ganz anderer Umgang. Der Schwindler. Aber natürlich, wenn jemand eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, kann er ein guter Schwindler sein. Die Dinge, die sind nicht, der Mensch ist eine Einheit, so diese verschiedenen Kategorien und Dinge, die wir besprechen in dieser Reihe, die gehen ineinander überein, habe ich in der letzten Sendung gesagt. Und daher eine narzisstisch gestörte Persönlichkeit, ein Mensch mit dieser Persönlichkeitsstörung, der kann ein guter Schwindler sein, Hochstapler. Und ja, vielleicht tut er auch pathologisch Lügen, weiß ich nicht. Und das ist schon Lügen. Und dann haben wir alle vier Sendungen zusammengenommen. Es ist faszinierend. Mhm. Aber auch eine gewisse Art von Selbstherrlichkeit drin, oder? Ja, natürlich. Ja. Aber absolute Selbstherrlichkeit. Also, aber ist das nicht mega gefährlich? Also wenn wir zum Beispiel narzisstische Persönlichkeitsstörungen bei Politikern hätten, Anführungs- und Schlusszeichen, und die eigentlich quasi fast wie ein Guru-Verhalten entwickeln können und die ganzen Parteigläubigen eigentlich dem Guru nacheifern, dann ist ja das dramatisch gefährlich. Ja, ein Diktator könnte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Ne? Muss nicht. Es ist nicht so, Diktator hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Oder wenn ein Diktator lügt, dass er ein pathologischer Lügner ist. Und der ist schon vielleicht irgendwo ein Hochstapler. Aber wenn, ich glaube, der gefährlichste von den Diktatoren erstens, der Lügner, jeder Diktator muss ein bisschen lügen, sonst kann er seine Position nicht halten. Pathologischer Lügner, ja, schadet ihm nicht, aber das muss er nicht haben. Ich glaube, das ist nicht, der kommt nicht so weit, wenn er ein pathologischer Lügner ist, man hat das gecheckt und der kommt nicht so weit in eine Partei. Ein Schwindler kann gut, ein Hochstapler kann sich gut so weit hochstapeln, dass er irgendwann ein Diktator wird. Und sagen wir, wenn er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, das ist Powerfood für ihn. Das sind Vitamine, dass er Diktator wird. Aber Narzissmus an sich sollte jeder haben. Ein bisschen. Letztendlich, jeder von uns muss sich selbst lieben. Mhm. Das ist Narzissmus, aber man muss das tun, weil man kriegt sich selber nicht weg. Hier der Gary, der muss den Gary lieben, wirklich lieben, aber der muss nicht alles mögen, was der Gary tut. Ach, gestern, oh Gott, das war eine Katastrophe. Gary, ich mag das nicht, aber ich hab dich gern. Und morgen, was ich machen muss, das gefällt mir nicht so sehr an mir, aber ich muss es machen, ich muss jemanden kündigen oder so. Okay, aber ich muss mich lieben. Ich kriege mich nicht weg. Du kannst sagen, Gary, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und du gehst weg. Ich kann nichts tun. Ne? Und vielleicht gehst du weg und du hast mich falsch verstanden. Na, dann kann ich mich ein bisschen trösten. Ach, Gary, okay, das tut dir leid, dass Alexander so böse auf dich ist, geht weg, will dich nie wieder sehen, aber jetzt ein gesunder Narzissmus, nicht in einer Depression, der Alexander, der hat das alles falsch verstanden. Gary, würdige ihn mit seinem Fehler, aber du bist gut. Der nächste, was schwieriger ist, du gehst weg, Gary, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben. Du hast recht.
Oh Gott, wenn ich dich wäre, würde ich auch nichts mehr mit mir zu tun haben wollen. Stell dir vor. Mein Gott. Aber auch dann muss ich Gary lieben, weil du kannst von Gary weggehen, ich nicht. So, ich muss Gary lieben, aber gar nicht mögen, was er getan hat. Und dann daraus lernen. Vielleicht haben wir jetzt unsere Unfall, Zufall, Schicksal. Ist das nur ein Problem zwischen uns? Einmal Unfall, okay. Manchmal gibt es solche Konstellationen. Aber wenn ich merke, mit dem Otto und mit der Susi, die sind auch, die haben die Freundschaft abgebrochen, dann muss Gary, der liebt sich, aber der muss etwas ändern. Mhm. Unfall, Zufall, Schicksal, ne? Kommen immer wieder darauf zurück. Jetzt muss Gary vielleicht schauen, was kann ich ändern, dass das nicht nochmals passiert. Aber dieser Narzissmus, dieser Basis-Narzissmus, das Überleben-Narzissmus, dass Gary liebt und Alexander sollte Alexander lieben, das muss da sein. Das ist fürs Überleben wichtig. Ich habe da noch zwei Ideen gehabt, ja, in dieser Diskussion noch einzubringen. Ist es, wenn der Narzisst oder der mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung hat, plötzlich noch Macht kriegt. Diktator. Durch äußere Umstände, vielleicht eine temporäre Macht, dann ist ja wahrscheinlich das Ausleben dieser Macht, ja, oder das Zurückgeben dieser Macht sehr schwierig, ja, und ein gefährlicher Weg. Ja. Ich bin gerade so ein bisschen von den letzten zwei Jahren zu heute gesprungen, in dieser Phase drin, wo es ja, ja, auch weltweit bewegt hat. Das könnte, sofern es solche politische Machtstrukturen gäbe, eine ganz gefährliche Situation sein. Ja. Und wenn man dann sieht, dass dann plötzlich irgendwo in einem Land Krieg ist und man sagt, eigentlich müssten wir an diesem Krieg mitspielen und auch Krieg spielen, dann ist ja das auch wieder irgendwie eine sehr gefährliche, narzisstische Ausrichtung, ja, wo man schwer zu erkennen hat als Außenstehender, oder? Und wie kann man dann Einhalt gebieten? Ja, also wenn das andere Land denn das Gefühl versucht zu vermitteln, ihr seid schuld, wenn ihr nicht hilft, obwohl es mit ihr habt nichts damit zu tun, dann das zeigt ein bisschen fehlgeleiteten Narzissmus anhand von diesem einen Land. Also wenn ich will, du bist mein Freund und ich habe jetzt Streit mit jemand und ich bin so narzisstisch, dass wenn du mir nicht hilfst, rede ich nicht mehr mit dir. Also das ist nicht gut. Das ist mein Streit mit Otto. Mhm. Und vielleicht sagst du sogar, Otto, der ist nicht so ein schlechter Kerl. Ich verstehe Otto seinen Streit mit dir, Gary. Und dann, ich akzeptiere das nicht und erwarte, dass du auf meiner Seite bist. Dann, das ist ein krankhafter Narzissmus. Nicht unbedingt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Aber viele Leute gehen in diese Richtung. Wenn ich um vielleicht auf die Bühne zu sein, ein Komiker zu sein oder irgendwas sowas als Beruf, dann könnte ich ein bisschen diese Persönlichkeitszug haben, dass wenn ich in einer schwächeren Position bin, ich erwarte von anderen Leuten, mir zu helfen, was eigentlich, ich wickele die in einem Krieg, was eigentlich nicht ihre ist. So, das ist so, natürlich, das ist gefährlich. Ne? Mhm. So, das wäre diese narzisstische Züge. Ich bin so wichtig, dass wenn ich mit Otto ein Problem habe, natürlich habe ich recht, nicht Otto. Und dann musst du auf meiner Seite sein, also bitte. Ja. Und besonders wenn Otto eher der Aggressor war, also Otto vielleicht hat der irgendwie, ich mache etwas, ich stehe auf Ottos Garten ein bisschen, wo ich so eingepflanzt habe und dann Otto sagt, geh weg und ich sehe das nicht ein und er schiebt mich oder schlägt mich. Sagen wir, schiebt mich nur. Und ich sage, was da, Otto? Und dann jetzt will ich, dass du auf meine Seite stehst. Also das ist dann
sehr narzisstisch. Obwohl Otto, vielleicht hätte er mich doch nicht so schieben sollen oder so. Ne? Kannst du verstehen? Also irgendwie, das kann in, auf einer politischen Ebene, besonders weltpolitischen Ebene, sehr gefährlich sein. Aber speziell, so ist es halt. Wenn noch die Machtstrukturen auch dort sind, dann ist es ja auch sehr schwer, letztendlich hier diesen Schneeball oder diese Lawine überhaupt noch zu stoppen. Ja, es hängt davon ab, was sagen die anderen Leute. Ich sage, hey, es stimmt, Otto hat mich geschoben, das hätte er nicht machen sollen. Aber was wir ignorieren, ist, dass ich auf das Stück Land von Otto gestanden bin. Das hat man ein bisschen vergessen. Man übersieht das, weil Otto mich geschoben hat. Jetzt, ich erwarte von dir, dass du mir hilfst. Jetzt hängt es davon ab, was sagen die anderen Leute. Sagen die, ja, hey, der arme Gary, oder wenn Alexander Gary hilft, dann helfen wir auch mit. Das ist das Systemische. Man kann das nicht so ganz kontrollieren. Was ist das System? Ich habe mehrmals das gesagt. Die Situation, die Umstände und die Konsequenzen spielen alle diese Dinge. Ob das Lüge ist, ob das pathologisch ist, ob man schwindelt. Ein Flirt ist eine Art Schwindel, aber das gehört dazu. Jetzt Narzissmus. Ja, das gehört ein bisschen dazu, dass ich mich etwas wage und versuche etwas. Wir haben auch das, die Termini benutzt, diese kalkulierte Selbstüberschätzung. Ich muss ein bisschen Narzissmus haben, um etwas zu probieren, wo nur über den Daumen gepeilt denke ich, dass ich das erreiche. Das ist auch wichtig. Aber die Person mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, das macht er immer. Mhm. Und wohlgemerkt, ich glaube, das Wichtigste da ist, Leute, die nicht alles machen, was er will, das sind die Narzissten. Mhm. Oder die Sündner oder die böse Menschen. Mhm. Ja. Man kann Sünde ersetzen mit böse oder dass die anderen narzisstisch sind, die sind böse. Ja. Also fassen wir das zusammen ein bisschen. Narzissmus tut uns alle gut. Ist notwendig zum Überleben. Aber letztendlich ist es auch so, wenn wir es selber erkennen, dann ist es uns zum Teil auch ein bisschen unangenehm, weil es unbedacht war, aber wir lernen daraus, oder? Aber dann ist es in dem Kontext und so, gibt es eine Notwendigkeit. Okay, wir wollen beide die nächste Stelle. Wir haben dieselbe Stelle jetzt in einer Firma und wir wollen beide die Chefposition. Ja, dann konkurrieren wir. Also jeder Sport, Tennisspiel ist ein Narzissmus. Man will gewinnen. Also das gehört dazu. Das ist okay. Aber wenn es eine Störung ist und wo wir dann auch sehen, die Leute gehen über Leichen. Ja. Der Beliebtheitsskala innerhalb des Volkes zum Beispiel oder der Chef gegenüber den Mitarbeitern sinkt dramatisch. Dann kann man das durchaus erkennen. So. Ja. Und dann, wenn man es erkannt hat, dann schickt man diesen Chef oder diesen Herrn irgendwo zu dir, zu einer psychologischen Betreuung eigentlich, oder? Mhm. Übrigens, es gibt etwas, ich weiß nicht, haben wir noch 3 Minuten Zeit? Eigentlich nicht, aber mach eine daraus. Ja, okay, eine Peter Principle, Buch geschrieben in den 70er Jahren von Herr Peter. Man kommt hoch in irgendeine große Firma oder politisch bis zum Punkt, wo man nicht mehr fähig ist, bis zum Niveau von Inkompetenz. Und dann bleibt man da am Wasser treten. Und das ist natürlich unser Narzissmus, was uns da hinbringt. Und man musste mindestens sehen, okay, ich bin an der Höhepunkt, wo ich nicht weiterkommen kann. Und wenn man narzisstisch gestört ist, versucht man noch weiterzukommen. Aber kann man sagen, dass wir eigentlich viele Menschen haben mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung? Nein. Oh, ja, wie viel haben das? Ich weiß nicht statistisch, aber schon einige haben narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Das ist die fehlende Einsicht. Dazu, ja. Dazu. Danke, ganz herzlich. Dr. Gary Bruno Schmid war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, dass wir alle jetzt ein bisschen befähigter sind, den Narzissten zu erkennen, aber auch die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
für mich war das wieder sehr, sehr lehrreich und interessant. Und ich weise an dieser Stelle nochmals darauf hin, es gibt eine Sendung zu Lügner, pathologische Lügner, zum Hochstapler und jetzt zum Narzissten. Und die nächste Sendung, die Sie erwarten dürfen in 3 Wochen, ist dann der Koryphäenkiller erkennen. Und nochmals 3 Wochen später gehen wir in den Psychopathen hinein. Also wir haben noch viel Munition vor uns, um die verschiedenen Menschentypen besser erkennen zu können. In diesem Sinne, alles Gute und viel Glück beim Umsetzen. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.